zum Boxenstopp. Knapp 20 Minuten noch fahren. Immer Blitz drauf machen. Straße ist noch feucht. Und dann haben wir die Strecke schön für uns. Mit 500.000 plus nochmal das Streckengeld. Ja, man merkt, hier wird ganz schön noch aufgewirbelt. Hier ist die Strecke noch feucht, wenn viel in der Box waren. Aber hier ist schon trocken. Richtig schön, außer hier ab und zu mal noch feuchte kleine Stellen. Merkst du schon noch ein bisschen? Einfach nur ein geiles Auto. Ah, die Strecke wirbelt noch ein wenig Wasser auf, aber so ist alles andere. Eine Viertelstunde noch, dann sind wir durch hier mit dem Programm. 2, 10, 5 Runden, 6, 8, 7, 7 Runden, knapp noch 7 Runden. Man merkt schon, die Reifen ruppeln sich schnell runter bei dieser halb feuchten Strecke, echt. Jetzt halt noch zu in der Box reingehen, jetzt den Reifen wechseln. Das finde ich schon da richtig ekelhaft. Gut, es wird kälter, jetzt fängt es ja gerade zu regnen, das finde ich. Da kommt raus der Sprüh da. Sehr gut. Regen wird es jetzt nicht mehr, außer wir gehen nach links rüber. Muss die beobachten. Wenn wir Glück haben, dann fahren sie schnell in den Rumpen. Das ist eine ekelhafte Strecke. Regen, ja. Das ist eine eklige Strecke. Es wechselt zwischen Regen, kein Regen, Regen, kein Regen. Hier ist aber nicht so nass, es ist nass, aber... Ja gut, wir fahren da unten wahrscheinlich nach links rein. In den Regen rein direkt. Ja, in den Regengebiet wieder rein. Knapp raus die Kante, weiß nicht, wenn es nach hinten geht. Guck mal rausrücken aus dem Regengebiet. Ich glaube, der Regen wird so machen, aus dem Regengebiet. Ein kurzes Regen. Wechsel trotzdem nicht auf Intermetz, auf sehen bis links, wenn es einfach mal regnet, dann hast du Putsches. Du schalt auch rein mit den Reifen. Ja, die
links machst du da keine Probleme. Dann sieht es schon ein bisschen anders. Damit das nämlich ausbremst. Ja, wir schauen mal rein. Jetzt. Noch mal neue Reifen mitnehmen, Sprit. Ja, gut. Heute ist da eigentlich nett. Ich mach mal genau die neue. Würde ich mir jetzt noch in der nächsten, also den besten Kopf zu stoppen. Das ist ja voll hart, das ist schon. Kostet ja nichts. Ja, dann mache ich nochmal neue Intermeds drauf. Bei Semislicks ist es noch zu viel Wasser auf der Piste. Das ist noch nicht richtig trocken. Hier steht die Wasser. Nix, das ist nicht. Verlierst du Zeit, das macht man nicht. Fährt die Strecke komplett trocken, so wie hier das Ganze im Wasser steht. Die haben trotzdem noch Intermeds drauf. Die schrubben sich weg wie Butter hier. Ja. Wenn einer halt normal drauf macht, mache ich auch normal drauf, aber hier ist noch Wasser. Hier ist keins. Ist trocken. Trocken, trocken, trocken. Oh, hier habe ich Feucht, trocken. Ah. Regnet es nochmal, mal schrubben. Ja, mach mal Dings drauf. Mittel. Die ganz schön warm. Mach mal Mittel. Zeit habe ich genug. Während kommt, bin ich schon lange wieder weg. Ah, hier ist feucht, das siehst du. Weil nicht viele in der Box rein sind oder länger waren. Ah, guck mal, ob sie sich gut fahren, die mittleren Reifen. Semi-Slicks. Ja, gut. Es ist soweit alles trocken. Die mittleren kommen schneller auf Temperatur, deswegen die harten sind klumpige Dinger. Brauchen lange, erst auf Temperatur sind. Mittleren sind gut und kleben nachher schön. Sie gehen jetzt alle rein und sich ihre Slicks, weil es bringt eh nichts, Intermeds noch zu fahren. Die Piste ist so weit trocken.
sein. Deinzler macht da auf jeden Fall mit Heck, aber. Gut. Könnte noch hart kommen. Das ist auch quasi die 20 Mann drüber gebrettert sind hier, oder die. Streckabschnitt, ist das Ding trocken. Wir haben alle. Hahaha, mit Fang. Neuer Hund war ein wenig der rutschig. Was er hat, mein Gott. Weil er noch Wasser war. Ein bisschen viel Wasser. Die Ideallinie ist hier. Das Schwarze, das Helle ist Wasser. Schön trocken gefahren hier fast. Musst aufpassen, wenn du da drauf kommst auf den Feuchten, dann hat sich's. Nur schön gefangen, also mir ist es egal, mich hat das nicht viel zerstört. Das ist da. Da bremst er nicht gut. Geht ein bisschen ab. Auf, Junge. Hast du blaue Fackel, also hast du Abzahlung. Ist überwundet, Mann. Ihr kriegt eh hinten rum. Zu feucht, Alter. Ah, das sind eben Semi-Slicks, die vertragen kein Wasser. Das drehst du dich gleich, musst halt komplett lenken. Also hier, weil ich eigentlich umgelenkt habe noch. Also wenn du mit 300 Liter Balken brennst, geht die Wand, da hat sich's. Da hat sich's geschissen. Das ist cool, wenn du das nicht drehst. Hier ist trocken, drüben ist nicht trocken. Müssen noch zwei Runden werden nachher, dann hat sich's. Hatschalak damas. Stunden Rennen gefahren.
ungefähr zwei Runden, die ich gesetzt habe. Ich weiß nicht, warum ich mich hier vorne drin gedreht habe. Das heißt, langsam wird es noch auf Ziel. Hast du gewonnen. Trotzdem steht 2 Minuten und 35, 38. Ein paar Sekunden kannst du noch vom langsam machen. Ich sollte jetzt schon langsam ausfallen lassen. Jetzt sind wir noch in Minute 6. Ja, ja, ich da oben bin, ist rum. Auf noch eine Runde habe ich keinen Bock. Das reicht. Das sind 22 Runden. Ja. Gut, dahinter kommt er ja schon. Fünf Millionen, Alter. Boah. Und nochmal 1 Million. 2,5 Millionen. €2,5 Millionen. Boah, geil. Hier steht es nämlich 1 Million und noch einmal 500.000 für ein Rennen. Also 1,5 für das Rennen. Das war das Stundenrennen. Das Stundenrennen, das ist 1,5 Millionen. Alter. Hammer, hammer, hammer. 2,5 Millionen Rennen war das. Besondere Geschenke, ja, das sind die einmal drehen. Und einmal die 1 Million.
Da waren schöne Autos dabei, aber kann man so nicht ändern.